Oftmals geraten Produkte in Vergessenheit, die vielleicht geile Booster enthalten, Daniel. Ist das so? Erzähl Ja. mir mehr. An was denkst du denn schon wieder? Ich denke an was, was gar nicht so viel Anklang gefunden hat, aber mit dem Gedanken daran, dass in diesen wunderschönen V-Union-Kollektionen Drachenmantel und Farmschockes, wurde ich ein bisschen wild. Wild. Ja, Deswegen. darum machen wir heute Team Seishin gegen Team Kotutsu, jeder drei Boxen. Und das seht ihr nach dem Intro, dass der Dominik hoffentlich nicht vergisst diesmal. Grüße gehen raus. Einen wunderschönen guten Tag, YouTube. Was geht ab? Der liebe Daniel und ich haben jeder jeweils drei. Ich habe drei Seishin V-Union-Boxen. Und du? In meiner Quatuzzo-Box. Ich habe drei Quatuzzo-Boxen natürlich und ich muss dir ganz kurz was zeigen. Guck mal, ich glaube, da hatte ich einen Raupi drin. Oh ja, stimmt, da hat es einen Raupi drin für jetzt. Ihr solltet also Ziel des Videos ist euch zu zeigen, dass es einfach geile Produkte oder Kollektionen gibt, die oftmals in Vergessenheit geraten und dann einfach nicht den Anklang finden, den sie vielleicht finden sollen. Oder Jetzt, verdient hätten. im Nachhinein aber, wenn man mal drüber nachdenkt, So. dass niemand Fast von schon euch blind. Fälschchen und Quatschutzus wollten, ist das hier ziemlich geil. Wir haben Schwertschild Base, Farmshock. Dafür. Reden wir nicht drüber, aber Drachenmann. Holy, du ist Schwertenschild based drin. Ja. Darum Also bei mir nicht. haben der Daniel und ich jeweils, Ist sogar random. uns drei Boxen gepickt und zeigen euch einfach nochmal, was aus diesen geilen Boostern eigentlich alles rauskommen kann. Mit diesem Also, wunderschönen Zeug. ich würde gerne was spoilen. Wenn du jetzt Relaxo Ja. V-Max aus dem schweren Schildbuch ziehst, Ja. ich stationiere. Ich habe sogar immer Schwertenschild. Das hast du immer, Ja. weil ich habe tatsächlich in meinen zwei Quajutsus, kann man das erkennen, ich habe hier einmal Farbenschock Ja. und ich habe da unten auch noch einen Farbenschock. Ich habe hier mal zwei Farbenschock. Also ich hätte lieber Farbenschock wie Echt? Schwertenschild. Ja, das schon. Ich mag Farbenschock. Das? Ich muss die Promos erstmal anrufen. Habe ich genauso gemacht. Und dann schauen wir mal. Aber nochmal ganz kurz zum Zeigen: die wunderschöne Quatuzzo-Promo. Erkennt man die gut? Ja, Exodia und so weiter und so fort. Ne? Ja. Oder der Anzug von Iron Man, je nachdem, wie man es nennen will. Aber das ist die wunderschöne Quatuzzo-Promo. Und ja. Viele, viele tolle Booster. Kampfstile ist natürlich unser absoluter Favorit. Darum starten wir damit auch. Findet wahrscheinlich auch in unserem Ranking. Oh, Spoiler, Teaser, egal. Was wir irgendwann tun werden, vielleicht, habe ich gehört, ist es bestimmt ganz weit oben dabei. Ja. So, Platz 1. Also ich würde von Kampfstile in Schwertschild Base zu Farmshock über Drachenwandel Okay. gehen. Also Drachenwandel zuletzt. Das, Dann, also ich das glaube wäre schon. mein Ranking da So, drin jetzt. so. Also ich finde ja, jetzt mal, aber jetzt mal, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit über Drache, über Kampfstile reden, ja, können wir direkt anfangen damit. Ja. Und des Weiteren wollte ich dich eigentlich fragen, Kampfstile oder Knechte Rebellen? Kampfstile. Echt? Ja, weil eine Karte macht den Change für mich. Welche? Das alternative Despotar. Das Also findest du Kampfstil. Kampfstile besser Ja. als Knechte Rebellen? Okay. Ja. Also, erstes Pack Kampfstile. Eine Antonia. Ein Ultegari haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen, oder? Ein Lickpack. Ja, und zumindest nur die Möglichkeit, Altarzt zu ziehen, ist halt schon besser wie bei Clash der Ja. Rebellen. Und ein Psyaugon. Aber Elektro. ja, doch, Kampf. Ziele vor Clash der Rebellen. Mehr verrate ich jetzt nicht, weil ihr könnt euch nächste Woche freuen. Der Daniel und ich werden ein Ranking-Video machen. Guck mal. Boah, wunderschön. Ne? Ein Da ist knallt Hulaosu, fließender Angriff. zu unserem persönlichen Ranking, oder? Zu dem Schwertschild-Zyklus. Zyklus, yes. Natürlich können wir zum aktuell letzten Set, was kommen wird, noch nicht viel sagen, aber uns Aber schon ich mal glaube, ein dass die bisschen mit den Spoiler halt Spoilern. bestimmt reichen, ne? Ja, Dass das glaube ich auch. es ein gutes Ranking bekommt. Wenn man dann noch ein bisschen die Trainergalerie von den vergangenen Sets dann sich reinguckt, beziehungsweise das, was im Japanischen existiert und was bei uns dann dazu Ja. kommt, das wird wild. Das denke ich in der Tat auch.
Sehst du schon, das rast an vielen vorbei. Pupanze, Razaf und ein Belektro. Eine Urne der Vitalität, ein Bisofang, Knierfisch. Da haben wir ein wunderschönes Palimpalim, ein Kikui, Plumkeeper, ein Gripskopf auf dem Reverse und ein Octillery. Der Octillery. Octillery auf der Wear. Noctuska, was kommt denn das? Energie, Kroink. Das muss doch bestimmt cool sein. Ne, ist es nicht. Plumkiefer, Onyx, Remoraid, Zubat, Schlurp, eine Spottrolle und ein Entei. Das ist cool. Aber du hast ja jetzt auch ein Schwertschild-Base. Eins. Du hattest noch, hatte ich vielleicht Luck bei meinen Boxen? Die Frage ist jetzt, hatte ich oder du Glück? Achso. Wir gehen zu Schwertschild-Base, starten mit einer Psychoenergie. Das ist die Frage, ne? Da schauen wir mal, es wird Zeit, einen Hit für mich zu ziehen. Ein Krabby, ein Glyptopus und ein Celebi V. Sehr schöne Karte. Mhm. Gerelaxe. Nee. Nicht gut. Nee. Mach es besser. Mit deinem einzigen Schwertschild-Base-Booster. Danke. Das ist Roselia. Kamehubs. Sensekt. Rihorn. Glyptopus. Das Kamehubs. Und ein Kramor. Ja, das war's schon. Soll ich auf dich warten? Nö. Ich würde sagen, geh ruhig du schon mal in den Farbenshop. Ich hab so, das war ein schönes Pikachu. Das war ein wunderschönes Pikachu. Ein Sanaconda. Also, Regenbogen Pikachu jetzt incoming. Achtung, 3, 2, 1 und Abfahrt. Moins, Abfahrt. Schneckmark. Pampoli, das ist übrigens jetzt, wie gesagt, Vivid Voltage, WhatsApp, Plaudergeil. Übrigens verboten auf jedem Videospiel-Contest. Weil man kann da eigene Wörter reinsprechen und dann waren so witzige Kinder, die haben dann so komisches Zeug reingemacht. Das ist sowas, nicht gut. Sowas wie, hallo Danny. Ja. Hallo Daniel. Ein Hoplo, letztes Schwert und Schild Base, Dictry. Oh, ah, ey. Mach nicht. Spielstark, ich weiß. Mach nicht hier oh. Mach nicht den. Ne, kostet halt trotzdem 2 Euro das Ding. Farbenshop. Teurer als. Farbenshop. Hier die andere Ding. Farbenshop. Ja. Farbenshop. Farbenschock, das ist halt. Ja. Farbenschock. Next Level. Jan okay. Mega. Erstes Pack Farbenschock von mir. Ein Metang, ein Nio, ein Tanel, Paul Leo, ein Weimer, Garnovil, Riolu, Ritzeblitz und ein wunderschönes Lugia Holo. Da kommt bestimmt noch einiges auf uns zu mit Lugia. Da kommen wieder Lugias jetzt. Also. Oh, wunderschöne Lugias. Ich bin so gespannt, was da für schöne Lugias geben wird. Ja, ja. Und ein Weilord. Noch kein Hit aus Farmshock. Ja, für mich mal eine Holo. Ein wie findest du eigentlich persönlich das neue Set vom Namen her? Kennst du den deutschen Namen? Ein wunderschönes Pikachu V. Silberne Sturmwinde. Genau, dort. Silberne Sturmwinde. Ja, finde ich gut. Ja? Ja. Passt doch irgendwie zu Lugia, weil ja. Du hast ja früher im Gold und Silber, hast du Gold und Silber noch gespielt? Nein. Nein, okay. Dann kann ich dir aber sagen, man hat beispielsweise, schon wieder ein Weile, wow. Man hat in dem Spiel die Silberschlinge gebraucht, für ein Lugia zu fangen. Okay. Silberner Ursprung, silberner Sturmwinde, ja, irgendwie Silber und sowas. Ja, warum ist ja der Hüter der drei legendären Vögel. Ne? Das wissen wir ja aus dem Kinofilm. Ja. Oh, wir kommen dann zur Drachenwand. Ja. Sind noch schöner. Jeder von euch, der ein bisschen die Preise im Blick hat und was der Markt so macht, schön. Die habe ich schon voll vergessen. Nee, ich nicht. Ich habe die ganze Zeit gehofft, ich ziehe eins. Ui, wunderschöne Amazing Rare. Von einem Billion Vollart. Mashallah, Alter. Da hat es angefangen mit den Double Hits. Genau. Ne? Also irgendjemand muss ja können. Warum ist das nicht? Ich würde gerne einlösen. Ups, jetzt habe ich die Amazing Rare weggekickt. Spontan Battle of the Boxes. Ach so. Dann gewinne ich auch mal wieder. Drachenwandel geht gerade durch die Decke. Jeder, der von euch die Preise ein bisschen im Blick hat und das, wie die Sachen weggehen, weiß, die Drachenwandel-Displays sind gerade heißer denn je. Darum ist das hier eine coole Box mit der Auswahl an Boostern. Und ich hoffe eigentlich, dass mein 3 Drachenwandel jetzt auf was richtig Geiles. Also für jeden, der Farbenschock mag, für jeden, der Drachenwandel mag, so, ist die Box eigentlich gar nicht so schlecht. Die ist richtig geil. Die ist richtig, richtig gut. Eine richtig geiles Produkt. Kyboleo, Terry Bark, Lumpy, Terry Bark.
Leufeo, das war Blue, ein Flabébé, Kiesling, Lusardin und ein Regieleggy. Regieleggy. Stimmt, das war eine richtig geile. Komm schon, alle. Jetzt scheppert. Ich habe das Gefühl, es muss noch mal scheppern. Ein Wascherquail, der Mac. Bummels, der chillt rum, im Molgard. Kanivana, ein Arctip, Kleptifuchs, Schatzenergie. Wow. Ah, ist schön, aber es ist nicht das, was ich erwartet habe. Wir warten hier mehr. Duodino, Nachahmer. Pikachu, Pintara, Datiri, das Nocturne, ein Fosspos, Hopspos. Boah, sehr schön. Ich habe schon gedacht, jetzt. Du bist vorbei. Heute der Hitkönig hier. Der Hitkönig, ja. Ich ziehe halt einfach nur Müll. Bottom. Last Pack Magic für mich für dieses Video. Ein letztes Mal Drachenwandel. Gönnt euch die Kollektion, die gibt es auch bei uns im Shop. Kommt vorbei, schnappt euch Drachenwandel und wir schauen, was bei meiner Last Pack Magic macht. Gar nichts. Das ist heute mein Tag. Zum Glück haben wir nicht gebettet heute. Nee. Heute hätte mich vernichtet. Gnadenlos. Pikachu und nochmal ein wunderschönes Milotic. Gnadenlos vernichtet, weil mehr wie auf 3 Vs habe ich es nicht geschafft. 3 Vs, also 4 Holos, da ist da bei dir ein bisschen mehr los. Frau Max, 4 Holos, läuft. Funktioniert, vielleicht soll ich die mal wieder eingehen. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Das war Check die V&Jung-Kollektion. Das waren die V&Jung-Boxen. Quatschen zu. Ein schönes Wochenende und bis am Sonntag zum Vlog.